Naja, meine Damen und Herren, das ist jetzt einmal hier einmal ein YouTube-Video. Ja, ich fahre da gerade mit dem Cintura auf der Straße. Voll aufgeregt, da alles. Ja, ich muss ehrlich dazu sagen, er hält sich relativ gut. Ja. Der Cintura, ja. Gut, das hätte jetzt ins Auge gehen können. Gut, mein Anliegen ist, auf GTA sollte man Fairness sein. Fairness, ja, das heißt, ich weiß schon, dass manche geil sind noch immer, geil auf Punkte, geil auf Geld, geil auf RP, ja, aber man sollte auch den anderen Spielern die Möglichkeit lassen oder geben, ja, auch zu spielen oder Missionen zu spielen, ja, in einer Öffentlichkeitssitzung. Ja. Aber ich muss jetzt auch mittlerweile dazu sagen, ich bin Gott sei Dank jetzt da schon fast ein Jahr jetzt dabei bei GTA 5. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, Gott sei Dank habe ich auch einen Rang jetzt erreicht, wo ich ehrlich sagen muss, ich werde jetzt nicht mehr so bombardiert wie am Anfang. Ja. Das, aber das ist mir so richtig am Anfang am Arsch gegangen. Haben wir da gleich mal einen Beweis, der Trottel schießt auf mich. Warum auch immer. Und das habe ich gemeint. Ne? Gut, aber wie gesagt, das ist halt leider auf YouTube halt leider nicht, also auf GTA halt leider nicht immer, ist man halt immer noch auf Punkte aus oder was weiß auch immer. Und ja, ich bin bei Fraps im Team, Fraps Team. Und ja, das würde ich jetzt nur hier ansprechen. Ich habe dieses Video zur Weihnachtszeit aufgenommen. Wenn ihr es seht, ist Weihnachten schon vorbei. Aber ich möchte das halt noch so ansprechen einmal. Hier einmal in aller Deutlichkeit, dass man hier ein bisschen mehr Fairness zeigen sollte. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit.